Moin und herzlich willkommen zum nächsten Büchercasting-Video. Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Runde, beziehungsweise man kann auch sagen im Recall des Castings. Wir haben also schon alle Bücherkandidaten vorgestellt bekommen aus jedem Genre und in dem letzten Video haben wir uns schon innerhalb der zweiten Runde um die Horror- und Thriller-Kandidaten gekümmert, die in die nächste Runde gekommen sind. Und zwar sind das aus jedem Genre drei Kandidaten, die ihr gewählt habt. Und ja, der Sieger wird, wie gesagt, in einer Leserunde von uns mit uns gemeinsam gelesen. Heute wollen wir uns um die drei Kandidaten kümmern, die es in die zweite Runde geschafft haben, nämlich aus der Sparte Kinderbuch. Und auch hier habt ihr wieder gewählt. Ich werde euch innerhalb dieses Videos diese drei Kandidaten vorstellen, wie viele Stimmen sie bekommen haben und ja, so ein bisschen den Inhalt vorstellen, dann ja, ein bisschen erzählen, was der oder diejenige dazu gesagt hat, die diesen Tipp abgegeben hat. Denn jeder Buchkandidat ist ja ein Tipp von euch Zuschauern da draußen. Und da werde ich nochmal vorlesen, was der oder diejenige daran so toll gefunden hat. Und ich möchte euch wieder den ersten bzw. die ersten Sätze aus den Büchern vorlesen. Und dann könnt ihr wieder entscheiden, welches Buch soll ins Finale. Denn ja, die nächste Runde ist im Grunde das Finale. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Jetzt wollen wir auch ein bisschen vorankommen. Und deswegen fangen wir auch gleich an. Und zwar habe ich mir hier wieder ein Notizzettelchen gemacht, habe ich die Stimmen ausgezählt und ich werde euch auch wieder in der Infobox alle Kandidaten verlinken, die teilgenommen haben und für die Neugierigen, die wissen wollen, wie viele Stimmen alle Bücher bekommen haben, werde ich das alles dort aufschreiben. Aber hier in diesem Video soll es halt nur um die drei Gewinner für diese Runde halt gehen. Ja, fangen wir an mit Nevermore. Nevermore von Jessica Townsend ist ein Kinderbuch ab 10 Jahren und dieses Kinderbuch hat schon hier auf YouTube und auch woanders so ein bisschen die Runde gemacht und ich habe es mir schon fast denken können, dass dieses Buch sehr, sehr viele Stimmen bekommt, denn es schwärmen unglaublich viele davon. Es ist der erste Band einer Kinderbuch-Fantasy-Reihe und hier geht es um einer Welt, in der es verfluchte Kinder gibt und denen wird die Schuld an jeglichem Unglück gegeben. Ob es ein kleines Unglück ist oder ein großes Unglück, die verfluchten Kinder haben Schuld. Insbesondere geht es um Morrigan, die eben auch so ein verfluchtes Kind ist und ihr wird prophezeit, an ihrem 11. Geburtstag wird sie sterben. Aber um Mitternacht stirbt sie nicht, sondern es steht auf einmal ein seltsamer Mann vor ihrer Tür oder taucht auf. Und er nimmt sie mit in eine sonderbare Stadt, in der scheinbar sehr, sehr viele Menschen und Kinder besondere Talente haben. Es ist sehr magisch und ja, skurril dort. Und sie muss ja wohl vieles leisten, um in dieser Stadt überhaupt bleiben zu dürfen. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ja, dass dieses Buch wirklich sehr, sehr geliebt wird und sehr, sehr gefeiert wird, auch viel mit Harry Potter verglichen wird oder jedenfalls dieses Gefühl von Harry Potter, sich in einer tollen magischen Welt zu befinden. Ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn solche Reihen miteinander verglichen werden und dann auch ja, sich so hohe Ziele stecken. Ich finde es besser, wenn eine Buchreihe bzw. ein Buch für sich selbst stehen kann und eigene Ideen haben. Aber ich habe jetzt schon oft gehört, dass viele sagen, es ist jetzt nicht unbedingt vom Inhalt so gleich wie Harry Potter, sondern dieses Gefühl wie bei Harry Potter kommt auf. Und da bin ich wirklich sehr gespannt und ja, es macht mich auf jeden Fall neugierig. Vorgeschlagen wurde dieses Buch von dem lieben Dirk und ja, was er dazu gesagt hat, das möchte ich euch einmal vorlesen. Er sagt nämlich, dass es ein wirklich zauberhaftes Buch ist mit einem sehr tollen Schreibstil. Die Autorin hat sehr coole Ideen oder Einfälle. Dazu ist es noch sehr spannend und witzig. Und dass es mir gefallen müsste, schreibt er auch noch. Und ja, er findet die Idee einfach gut, echt gut. Also es klingt ja rundum sehr zufriedenstellend. Ja, und bevor wir zum nächsten Kandidaten übergehen, möchte ich natürlich die ersten die ersten Sätze aus dem ersten Kapitel vorlesen und ja, dass man so einen kleinen Eindruck bekommt. Kapitel 1: Das verfluchte Mädchen.
Winter des Jahres 11, 3 Tage zuvor. Der Kirchenkater war tot und Morrigan traf die Schuld daran. Allerdings wusste sie nicht, wie oder wann es passiert war. Sie vermutete, dass er in der Nacht vielleicht etwas Giftiges gegessen hatte. Jedenfalls hatte er keinerlei Verletzungen, die auf eine Fuchs- oder Hundeattacke hindeuteten. Es waren jetzt die ersten 3 Sätze, zu viel wollte ich jetzt auch nicht vorlesen, aber ich finde, alleine schon der erste Satz hätte eigentlich schon gereicht. Der Küchenkater war tot und Morrigan traf die Schuld daran. Dann wollen wir uns ja aber dem nächsten Kandidaten widmen. Ah nee, halt, Moment. Ich wollte euch noch sagen, wie viele Stimmen Nevermore bekommen hat. Also es waren die meisten Stimmen und zwar mit 7. 7 Stimmen hat Nevermore bekommen. Ja, wenden wir uns dem nächsten Kandidaten zu. Und zwar ist das Archie Green und die Bibliothek der Magie von D.D. Everest. Dieser Kandidat hat 5 Stimmen bekommen, also gar nicht so viel weniger als Nevermore. Und ich freue mich sehr, dass dieser Kandidat weitergekommen ist, weil den habe ich auf jeden Fall auch schon auf meine Wunschliste gepackt, weil ich mag es einfach, wenn Bücher und Magie als Themen in Kinderbüchern verpackt werden. Und hier hat das einen besonderen Charme und besonders eine magische Bibliothek hat doch wirklich was für sich. Da möchte man doch auch gerne sich selbst hinbeamen. Und ja, deswegen freue ich mich, dass dieses Buch in die nächste Runde gekommen ist. Und auch hier möchte ich euch natürlich vom Inhalt erzählen. Archie Green ist hier unser Protagonist und an seinem Geburtstag bekommt er ein ganz besonderes Paket. Ein Paket, das 400 Jahre lang auf das Versenden gewartet hat. Und dabei handelt es sich um ein altes Buch. Und bald findet Archie Green sich an einer Schule wieder. Und zwar an der Schule für Buchbinderei in Oxford. Und seine Aufgabe ist es, mit vielen anderen Schülern auf Zauberbücher aufzupassen und diese zu schützen, denn eine seltsame schwarze Magie scheint den Büchern die Zauberkraft zu entziehen. Und was das Ganze auf sich hat, muss er natürlich rausfinden. Das Ganze klingt sehr magisch, sehr abenteuerlich und ich finde auch sehr, sehr bibliophil. Also die Liebe zu Büchern kommt darüber. Ich finde einfach eine Schule fürs Buchbinden klingt einfach ganz wunderbar. Ich finde auch das Cover ganz, ganz toll gelungen und es spricht mich wirklich sehr an. Ich habe bei der Leseprobe, wo ich ja euch dann immer, aus der ich euch immer die ersten Sätze vorlese, auch schon die Zeichnungen, die Illustrationen gesehen und die verschiedenen Magiearten. Und ja, es scheint wirklich mit sehr, sehr vielen einfallsreichen Ideen gespickt zu sein, was ich schon alleine wirklich toll finde. Illustriert finde ich immer toll. Kinderbücher haben aber auch irgendwie so diesen Charme, dass das so viel möglich ist und was manchmal so ein bisschen der Erwachsenenliteratur so ein bisschen fehlt, dass so ein bisschen mehr Einfallsreichtum, ein bisschen buntere Ideen und Einfälle verwickelt werden. Und hier ist es auf jeden Fall der Fall. Und jetzt möchte ich euch natürlich auch erzählen, wer dieses Buch empfohlen hat. Und zwar war das Hemlock, der einfach schreibt, dass es für ihn ein Highlight war. Manchmal reichen auch wenige Worte, um eine große Wirkung hervorzurufen. Und wenn man sagt, es war einfach ein Highlight voll und ganz, dann glaube ich das und ich kann das wirklich sehr, sehr gut verstehen oder beziehungsweise mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich wirklich Lust habe auf diese Reihe. Auch das ist, wie gesagt, der erste Band einer Reihe. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bände es sind, aber 3 sind auf jeden Fall im Deutschen erschienen. Und mal schauen, wie ihr da entscheiden werdet. Auf jeden Fall hattet ihr ja schon in der ersten Runde jedenfalls Lust drauf, sonst hätte das Buch ja nicht so viele Stimmen bekommen. Und auch hier möchte ich euch die ersten Sätze vorlesen. Kapitel 1. Niemands Geburtstagskuchen. In der Säbelzahnstraße in Oxford saßen 2 Kinder am Küchentisch und starrten auf das Essen vor ihnen. Es gab Türme von belegten Broten, Schüsseln mit Chips und einige kleine Gläser mit unbekanntem Inhalt, deren Etiketten schon vor Urzeiten abgeblättert waren. Können wir endlich anfangen, Mom? Bettelte das ältere Kind der beiden Geschwister. So viel zu den ersten 3 Sätzen von Archie Green und die Bibliothek der Magie. Und damit kommen wir auch zum dritten Kandidaten. Und zwar ist das Map of Magic, die Karte der geheimen Wünsche von John Park Davis und Carrie Ryan.
Dieses Buch, dieser Kandidat hat ebenfalls 5 Stimmen bekommen und ist somit von euch in die zweite Runde gewählt worden. Und auch hierbei handelt es sich um den ersten Teil einer Reihe, einer fantastischen Kinderbuchreihe für Leser ab 10 Jahren. In Map of Magic treffen wir auf Finn, der ein ganz normaler Junge zu sein scheint. Hier steht so schön im Klappentext, dass er 2 Augen hat und keine scharfen Kanten. Aber gerade, dass er so unauffällig und unscheinbar ist, scheint gerade das Magische an ihm zu sein, denn jeder, der ihn sieht, vergisst ihn sofort wieder. Und Finn ist auf der Suche nach einer magischen Landkarte, mit Hilfe derer man zu den gewünschten Orten verschiedener Welten und zwischen den Welten hin und her reisen kann. Und er trifft auf ein Mädchen, mit dem er sich zusammenschließt, denn es scheinen auch dunkle Mächte hinter dieser Landkarte her zu sein und sie müssen verhindern, dass die Landkarte in die falschen Hände gerät. Ja, das Ganze klingt sehr, sehr abenteuerlich, finde ich. Und ja, mehrere magische Welten zu bereisen mit einer Landkarte hat schon irgendwas. Und ja, auch hier bin ich gespannt, wie ihr das Ganze bewerten werdet. Empfohlen wurde das Buch von Smash Samson und er schreibt, dass er mir das Buch schon mal empfohlen hat. Ja, Hartnäckigkeit zahlt sich jetzt vielleicht aus. Und er schreibt, dass Map of Magic ein Jugendfantasy-Buch ist, das sehr, sehr erfrischend anders ist und aus dem Ork- und Elfentrott herauskommt. Es ist herrlich leicht zu lesen und lässt sich vom Lesekomfort am besten mit Harry Potter vergleichen. Ja, Map of Magic ist eine Buchreihe aus 4 Büchern, die alle in dem Jahr aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurden und deswegen muss man auch nicht lange auf die Fortsetzung warten. Ja, und er schreibt abschließend, dass er im Fantasy-Genres lange nicht so Erfrischendes gelesen hat. Und das finde ich immer toll, wenn jemand erfrischende neue Ideen hat, mal so ein bisschen abseits der Pfade tritt und ja, dass sich das flüssig lesen lässt, finde ich für ein Kinderbuch eh sehr, sehr wichtig und auch irgendwie obligatorisch, dass es ein bisschen leichter geschrieben ist als für Erwachsene. Ja. Auch hier klingt das sehr, sehr ansprechend und wir wollen uns natürlich auch die ersten Sätze des ersten Kapitels aus dem Buch anhören. Kapitel 1: Der Geist aus dem Pfützenweg. Finn duckte sich hinter ein Regal mit schwarz gebrannten Aromatropfen und ignorierte krampfhaft den Gestank nach Rattenfell und Brokkolisaft, der aus den schmuddeligen Flaschen drang. Erst 10 Minuten zuvor hatte der Besitzer des heruntergekommenen kleinen Ladens ein fies aussehendes, grau geschupptes Monster namens Haifischzahn ihn hereingelassen, damit er sich vor Ladenschluss noch ein wenig umsehen konnte. Anschließend hatte Haifischzahn ihn sofort vergessen. Das sind die ersten 3 Sätze aus diesem Buch und ich finde, das klingt sehr, sehr skurril. Man erfährt schon so einiges über den Schreibstil. Ja, und jetzt seid ihr dran. Nachdem ich euch die Kandidaten vorgestellt habe in der zweiten Runde für Kinderbücher, müsst ihr wieder abstimmen, wer ins Finale kommt. Einer von den 3 Kandidaten kommt ins Finale und tritt dann ja, zum Schluss gegen alle anderen Gewinner aus den Genres an. Ja, ich freue mich schon und bin sehr, sehr gespannt, wie ihr entscheiden werdet. Und ich hoffe, dass ihr genauso gespannt seid auf die nächsten Bücher-Casting-Videos. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.